Ja, herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Wir werden heute darüber sprechen, wie man sich optimal auf einen Löschansatz vorbereiten kann. Ich werde das Thema einfach mal anfangen. Wir können darüber gerne kommentieren. Unten drunter wisst ihr. Und bevor ihr wegschaltet, da könnt ihr auch mal ein Gefällt mir da lassen oder ein Abo. Nein, Spaß beiseite. Wir werden jetzt gemeinsam gucken, wie man sich auf einen Löschansatz optimal vorbereiten kann. Okay, super. Los geht's. Ja, worüber werden wir jetzt im ersten Teil sprechen? Wir werden als erstes anfangen. Ich stelle euch erstmal kurz die Sachen vor, die ich mal für euch hier bereitgestellt habe. Ja, hier links fangen wir mit unserem Schlauch- oder Schlauchpaketwickler. Den habe ich ja schon mal vorgestellt in anderen Videos. Ich werde es dann nochmal in der Info einblenden. Den nutzen wir auch wirklich ganz gut. Kameraden sagen schon, wir werden bald nachalarmiert nur zum Schläuche wickeln. Wie gesagt, deshalb sieht man auch schon leichte Gebrauchsspuren, aber ich habe ihn mitgebracht. Wir werden heute nochmal ein richtiges Schlauchpaket machen. Die letzten haben mir so in meinen Videos ehrlich gesagt selber nicht so gut gefallen. Aber, und dazu habe ich jetzt noch was Tolles, und zwar nicht ein 15er Schlauch, sondern ich habe extra einen 30er Schlauch bekommen. Mich hatte, und das ist auch witzig, deshalb erwähne ich es an der Stelle auch, die Firma Eschbach, die die Schläuche herstellt, hatte mich kontaktiert und gesagt, haben wir denn keine 30er? Die schickt mir mal ein. Die wollten jetzt gar nicht genannt werden, mache ich aber an der Stelle doch. Und deshalb nochmal schönen Dank für diesen 30er. Den werden wir gleich als Schlauchpaket wickeln. Und darauf freue ich mich schon, weil der wird bestimmt gut aussehen. Wie gesagt, der Schlauch ist noch nagelneu, noch nicht einmal benutzt. Noch ein paar C-Schläuche, ein Hohlstrahlrohr habe ich, werdet ihr sehen. Wir haben hier noch, für Schlauchpaket brauchen wir gleich diese zum Fixieren des Schlauchpakets. Fluchthaube. Fluchthaube, für die es nicht kennen, das nutzt man, um, wenn man Personen rettet, die vor Kohlenmonoxid oder anderen giftigen Gasen zu schützen. Das ist wie so eine kleine ABC oder wie so ein kleines Filtergerät, was man den zu Rettenden überzieht und rausnimmt. Davon hat man in der, mindestens, denke ich mal, so 2-4 Stück mit auf dem Auto. Ne? So, genau. Die sind aber nur einmalig zu nutzen. Wenn die einmal benutzt wurden, müssen die ausgetauscht werden. Okay, Leinbeutel kennt ihr. Das ist auch eine Schlauchpaket-Tragehilfe, zeige ich euch auch. Ganz normalen Standard Schlauchtragekorb für C. Dann habe ich euch etwas, das werde ich euch noch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Das ist ein Schlauchtragekorb, der ein bisschen modifiziert ist, eine neue Variante. Ganz interessant, werdet ihr nachher sehen, warum, stelle ich euch vor. Ne, habe ich hier einmal den mobilen Rauchverschluss für euch und diese Packhilfe. Packhilfe, wer einen Schlauchtragekorb hat, kennt ihr vielleicht schon. Die werde ich euch mal vorstellen, die kann nämlich mehr als man denkt. Ne? Okay, wir fangen an mit dem Schlauchpaket.